Das ist mal wieder EA in a nutshell. Gut, ein Update ist da, aber ich kann es nicht lesen. Erweiterte Entwicklung. Wenn Spieler entwicklungsverbesserte sonst und sonst was Attribute und ihre Werte und ihr Gesamtwert steigen. Das steht da. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode der Magdeburg-Karriere. Heute mit Episode 31. Erstmal so gesagt sein, vielen Dank für die letzte Folge. Über 100 Aufrufe zu diesem Zeitpunkt und ich nehme jetzt am Samstag auf. Ja, heute ist Samstag. 13 Likes, 9 Kommentare. Wunderbar, freut mich auf jeden Fall. Auch ein herzlich willkommen wieder an die neuen Abonnenten. Habe jetzt endlich die 60, oder was heißt endlich? Ich habe jetzt die 60 Abonnenten geknackt. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal für euren Support auf die letzten Folgen generell. Soll natürlich auch wieder gesagt sein, lasst auf jeden Fall gerne ein Like auf dieser Folge da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt zudem auch ganz gerne Transfervorschläge, also Kommentare in dem Fall. Transfervorschläge, weitere Anmerkungen, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und apropos Kommentare, die kommen nach dem Intro. 10, klasse! FCM, blau-weiß sind deine Siegesfarben. Ich würde sagen, als erstes klären wir die Frage, gegen wen wir heute spielen werden. Und da gab es einen Vorschlag, den werden wir annehmen. Und zwar spielen wir gegen Hertha und gegen Leipzig. Und dann wird gegen Köln und gegen Düsseldorf schnell simuliert. Zudem steht ja auch die Transferphase an. Aber bevor ich zu diesen Kommentaren komme, werde ich auf jeden Fall mal die Schwierigkeit wieder höher stellen. Ja, ich finde unsere Tabellenposition nicht unbedingt gerechtfertigt. Deswegen ein erneuter Versuch auf Legende. Und kommen wir nun zur wichtigsten Frage vielleicht der heutigen Folge. Transfervorschläge. Es sind eine Menge Torhüter und die werde ich jetzt erstmal alle raussuchen. Erstmal so gesagt sein, Nico Mantel und Christian Früchtel waren auf jeden Fall schon noch von dem vorigen Vorschlag mal auf der Liste gewesen. Die habe ich auf jeden Fall noch im Hinterkopf, das ist kein Problem. Und ich würde erstmal sagen, zur Auswahl stehen Christian Früchtel auf jeden Fall. Nico Mantel, das ist mega krass, die spielen halt immer noch bei Bayern 2 und Unterhaching. Und was mir im Schnittprogramm letztendlich letzte Folge aufgefallen ist, es waren einfach zwei Bayern-Vereine im Achtelfinale der Champions League. Im Achtelfinale des DFB-Pokals. Also zur Auswahl stehen. Bernd Leno, schon 32, den können wir uns sehr wahrscheinlich nicht leisten. Marc-André Ter Stegen können wir uns auf keinen Fall leisten. Dann Florian Müller, sein Vertrag läuft in 7 Monaten aus. Das heißt, wir würden ihn unter Marktwert bekommen. Er wird natürlich gerade gescoutet. Und das mega krasse ist, er spielt einfach bei Juventus Turin. Dann Wilker Fariñez, immer noch bei Lens oder Lens oder wie dieser Verein auch immer genannt wird. Dann spielt tatsächlich Manuel Neuer immer noch. In der 87. Weiß aber nicht, ob wir uns einen 38 Jahre alten Manuel Neuer holen möchten. Dann haben wir noch Ruben Blanco von Vigo. Altay Bayindir spielt bei Fulham. Dann der gute Justin, dessen Nachnamen ich nicht aussprechen werde, spielt bei Dortmund. Der hat sogar schon eine 83. Okay, den werden wir uns nicht holen können. Der ist erst kürzlich untergekommen bei denen. Das heißt, den kann man auch direkt schon mal rausnehmen. Bernd Leno möchte auch gar nicht in unsere Liga wechseln. Genauso wie Marc-André Ter Stegen. Es ist ja leider so, dass Spieler mit einem Marktwert über 86 nicht in die Bundesliga wechseln wollen. Marktwert? Es ist leider so, dass Spieler mit einer Gesamtstärke über 86 nicht in die Bundesliga wechseln wollen, weil ihnen das Niveau nicht passt. Deswegen werden wahrscheinlich keine Spieler mit einem Gesamtstärke über 86 leider holen können. Das ist ja kein Problem. 85er Gesamtstärke ist voll in Ordnung. Und dann halt dynamisches Potenzial, gib ihm, ganz ehrlich. Dieses Team wird diesen Spieler nicht verkaufen, aber wir können direkt mit ihm verhandeln, wenn wir seine Freigabesumme zahlen. Ja, wahrscheinlich zahle ich 33 Millionen für einen 38-Jährigen. Gut, dann werden wir halt mal so ein bisschen nach dem Handanovic-Region suchen. Das könnte er sein, Lukas Stojanovic. Kommen wir nun zu einem weiteren Kommentar, der meint, dass wir eventuell auch nochmal nach Ex-Magdeburgern gucken sollten, wie zum Beispiel Türpitz, Schwede, Erdmann und so weiter. Leider muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese Leute entweder wahrscheinlich schon viel zu alt sind oder auch zweitens halt leider nicht mehr das Niveau erfüllen, auch als Backup-Spieler, weil die halt teilweise noch im 60er-Bereich leider rumdümpeln, sage ich jetzt einfach mal. Deswegen wird das wahrscheinlich nichts werden. Wäre zu einem Drittliga-Zeitpunkt vielleicht gar nicht mal so schlecht gewesen, aber jetzt leider in der ersten Bundesliga reicht es dann nicht. Und zum letzten Kommentar, ihr favorisiert David Zima von Slavia Prag und ich denke mal, den werden wir dann auch in Angriff nehmen. Vielen Dank für die vielen Kommentare. Wie gesagt, Transfervorschläge, weitere Anmerkungen, schreibt sie gerne rein. So, und ich würde sagen, es geht gleich mal direkt los. Auswärts bei der Hertha im Olympiastadion. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder. Man darf die Hertha auf keinen Fall in FIFA unterschätzen. Die haben einen Bombenkader meistens. Hier sehen wir es, Doniel Malen. Ist auf jeden Fall schon mal bei denen im Sturm. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und im Hintergrund hat man übrigens gesehen, so voll ist das Olympiastadion leider immer. Das sieht man eher selten. Aber damit ein herzliches Willkommen hier aus dem Olympiastadion, wo die Hertha auf den 1. FC Magdeburg trifft. 15. Spieltag der 1. Bundesliga. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ich habe ab diesem Spiel jetzt mal die Schwierigkeit wieder höher gestellt auf Legende. Und ich hoffe, ich kriege jetzt nicht allzu sehr auf die Fresse. Schöne Choreo hier auf jeden Fall von den Herthanern.
tatsächlich auch schon im Olympiastadion gewesen. Das war aber nicht so voll. Da habe ich aus der letzten Saison, wo noch kein Corona war, oder war das, glaube ich, das Jahr davor, Hoffenheim in Berlin gesehen. Unter anderem Lücke Backe und schön Fallrückzieher reingemacht. Das war sehr geil. Hier also die Aufstellung. Der Hertaner, Aito im Tor. Dann Viererkette mit Netz, Boyata, Dardai und Almeida. Doppel-6 mit Askasiba und Walla. Dann Rashica und Kunja. Okay, das ist mega stark. Und Doniel Malen und Anders, heißt er Anderson Talisca? Auf jeden Fall noch Rüdiger auf der Bank, Demiray Gray auf der Bank. Das ist auf jeden Fall eine starke Mannschaft. Aber nun zu unserer Aufstellung. Aboleda am Tor, Çalhanoğlu, Bella Kotschap, Kusunu und Pembele in Verteidigung. Doppel-6 mit Busquets und Fein. Dreier Mittelfeld mit Blanco König und Sitashvili. Und vorne steht Mergin Berisha. Das könnte jetzt ein bisschen complicated werden. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in das Spiel rein. Wünsche mir Glück. Wir sind Szene 1. Oh, das ist ein starker Einsatz und sorgt für den ersten Ballgewinn. Und die Hertaner mit dem ersten Schuss. Aber der war zu weit entfernt. Kein Problem für Aboleda. Ah, die setzen schon mal ein erstes Zeichen. Çalhanoğlu jetzt auf der linken Seite mal komplett frei. Der bringt ihn mal Richtung Mitte. Da ist Mergin Berisha. Der schließt nicht ab. Warum schließt der nicht ab, Mann? Wieder der nächste Ball Richtung Mitte. Und da kommt der Kopfball tatsächlich sogar. Und es gibt die erste Ecke für die Hertaner. Wäre nichts sagen, aber in dieser Karriere hat Magdeburg noch nie ein Gegentor per Standard bekommen. Und ich hätte es nicht sagen sollen. Das war sehr knapp. Das war Dardai. Das dürfte der Sohn von Paul Dardai auf jeden Fall sein. Können wir jetzt mal den Konter fahren. Das ist Berisha. Guter Ball auf die linke Seite für Blanco. Alex Blanco. Behält hier den Ball noch. Für König. König schließt ab. Der Ball ist geblockt. Die Chance lebt noch. Das ist Adrian Fein. Berisha für Blanco. Die Hertaner stehen ja im eigenen 16er rum und wir können unseren ersten Abschluss verbuchen. Also mit dieser Magdeburger Mannschaft auf jeden Fall nicht zu spaßen. Gut gemacht von Busquets, der diesen Ball ja auf jeden Fall abfängt. Wieder ist es Berisha, der jetzt mal mit dem guten Ball für König. König schließt ab und er macht das 1-0. Kai König bringt Magdeburg in Führung hier im Olympiastadion. Da war auf jeden Fall der Ballgewinn von Busquets sehr stark. Da sollte ein langer Ball nach vorne geschlagen werden. Den Block Blanco, den Block Busquets für Berisha. Und der dann mit dem wunderbaren Pass für Kai König. Und der ist wieder zur Stelle. Eine Kai König Masterclass einfach. Und damit geht's in die Pause. Wir führen mit 1-0 bei der Hertha. Jawohl, das ist wieder gut von Busquets. Der macht ein saustarkes Spiel. Der fängt die Bälle ab. Das ist äußerst stabil. Der bekommt ja aber auch echt Scheißbälle. Aber das war gut wieder von Busquets. Gibt jetzt mal die Möglichkeit für Blanco auf der linken Seite. Berisha ist leider nicht in der Mitte. Einmal zurück Richtung Mitte. Leider nicht optimal. Fein für König. König schließt ab. Der Ball kommt zu Berisha. Berisha 2-0. Wir führen 2-0 bei der Hertha. Mergin Berisha. Da ist Glück dabei, dass der Ball hier noch vor seine Füße fällt. Und da macht er das 2-0. Siebtes Saisontor, wenn mich nicht alles täuscht. Für Mergin Berisha. Muss ganz ehrlich sagen, Busquets macht vielleicht das beste Saisonspiel. Da König mit dem geblockten Schuss. Der Ball kommt nochmal zu Berisha. Und der zeigt seine Qualität und haut das Ding einfach mal direkt in die Maschen rein. Der Ball viel zu schnell für den Keeper. Okay, zwei Tore Vorsprung. Heißt nichts. Heißt überhaupt nichts. Wir haben es mal in einem Sandhausen-Pokalspiel gesehen. Da habe ich innerhalb von 20 Minuten nochmal zwei Tore hergegeben. Es ging in die Verlängerung und wir sind tatsächlich ausgeschieden. Es ist auch sehr wichtig, dass die einzelnen Spieler auch mit nach hinten arbeiten. Was auch offensive Kräfte angeht. Das ist der weite Ball für Almeida, der mit der Flanke in die Mitte. Aboleda ist zur Stelle und der wird hier tatsächlich noch gefoult. Offensivfoul von Talisca. Walla setzt sich den Ball mal zurecht, aber da ist Aboleda zur Stelle. Das ist der erste Ball von der Hertha aufs Tor hier in Halbzeit 2. Da kommt die Schusschance, aber das ist gut geblockt von Kusunu. Nächste Schusschance vielleicht direkt mal im Anschluss. Und da ist nicht der Anschlusstreffer. Kurz vor Schluss. Doppelchance hier nochmal für die Hertha kurz vor Schluss. Nochmal ein guter Ball für Alex Blanco. Kann er den Deckel drauf machen? Kann er nicht. Wir bleiben im Ballbesitz, das ist Rentsch mit dem ersten Schuss. Ah, da versucht das gleich nochmal. Aber wir gewinnen, denn das Spiel ist vorbei. 2-0 bei der Hertha im Olympiastadion. Gutes Spiel auf jeden Fall von Oriol Busquets. Das 1-0 Ball abgefangen. Beim 2-0 Ball abgefangen, sofort weiter nach vorne gespielt. Wunderbare Leistung.
das die Formation, mit der ich gegen die Kölner in die Schnellsimulation Reihe gehe. Mal gucken, was es wird gegen die Kölner. Es wird ein 2:2 unentschieden. Bülter und Klein sind unsere Torschützen. Sie sind sehr gut in die Saison gestartet. Glauben Sie, Ihre Mannschaft kann sich in der Spitzengruppe halten? Ganz ehrlich, noch kann alles passieren. Definitiv. Gute Hinrunde gespielt bisher. Aber ich meine, Schalke hat es gezeigt. Hinrunde war vor 2 Saisons gut und dann ging es halt absolut bergab. Wir haben sich auf das Spiel gegen den Rivalen Leipzig vorbereitet. Stimmt, ist ja ein Ostderby, ganz vergessen. Wir sind auf jeden Fall bereit für die Leipziger. Und damit ein herzliches Willkommen hier aus Leipzig, wo RB es also mit dem 1. FC Magdeburg zu tun bekommt in der Red Bull Arena am 17. Spieltag der 1. Bundesliga. Also letztes Spiel der Hinrunde für uns. Wir sind auf einem starken 3. Tabellenplatz. Kommen wir also nun zur Aufstellung der Leipziger. Silva im Tor, Dreierkette mit Nicola Pepe, Daniele Rugani und Bednarek. Vierer mit El-Sharawi, Kraus, Wolf und Verratti. E-Chang Wang und André Silva bilden hinter Dembélé noch eine zentral offensive Rolle. Nicola Pepe in der Innenverteidigung? Was? Marco Verratti auf dem rechten Flügel? Okay. Da wurden die Positionen nicht mal unbedingt getauscht, weil Verratti ist kein Innenverteidiger. Hier unsere Aufstellung. Arboleda im Tor. Viererkette. Çalhanoğlu, Bella Kocak, Kusunu und Dembélé. Doppel-6 mit Busquets und Bein. Dreier offensives Mittelfeld mit Blanco König und Zitashvili. Und vorne steht Mergin Berisha. Ich höre meine eigene Stimme gerade nicht, weil das Stadion absolut zu laut ist. Und damit geht's rein in die Partie gegen RB Leipzig. Wir sehen uns in der ersten Szene wieder. Vielleicht haben sie auch Nicola Pepe in die Innenverteidigung gestellt, weil unsere Offensivleute König und Berisha so schnell sind. Und dass man da auch Leute haben will, die in etwa auf den gleichen Positionen spielen können, damit sie auf jeden Fall wissen, was wir vorhaben. Also anders kann ich mir den Innenverteidiger Nicola Pepe nicht erklären. Und das ist stark von Busquets. Leitet hier sofort den Ball für Blanco weiter und Blanco mit Tempo jetzt mal auf der linken Seite gegen Kraus. Mit Tempo, mit mega viel Tempo. Läuft leider niemand mit, muss den Lauf abbrechen. Wird aber weiter gespielt. Das ist die erste Möglichkeit. Zitashvili, komm. Oh Gott, der erste Schuss auf jeden Fall da. Bringt uns unsere erste Ecke. Wir müssen die Ecken ein bisschen gefährlicher schlagen. Jetzt, die kommt vielleicht mal gut auf Berisha. Unseren Vorteil sehe ich auf jeden Fall in der zweiten Hälfte. Denn auch Leipzig hat unter der Woche gespielt. Von den Bayern ganz schön auf die Mütze bekommen. Irgendwann werden diese Spieler das Bayern-Spiel, denke ich mal, in den Knochen spüren. Allerdings ist vorher nochmal die Möglichkeit da. Das ist El-Sharawi jetzt auf der linken Seite komplett frei. Kann er den Ball Richtung Mitte bringen? Gegen Timothy Pembele. Wolf vielleicht mal mit der Chance Richtung Mitte. Und da ist Arboleda. Wow, was eine Parade. Den Schuss hält er von André Silva. Guter Reflex hier. El-Sharawi versucht sich hier durchzudribbeln. Macht das gut und da gibt es Elfmeter. Pembele foult ihn. Ja, ich habe auch Preis gedrückt. Also es kann definitiv als Foul durchgehen. Ja, foult hier El-Sharawi und es gibt also Elfmeter. André Silva gegen Ivan Arboleda. Macht Silva diesen Elfmeter rein? Er macht ihn nicht! Arboleda, Anti-Ecke. Silva verschießt diesen Elfmeter. Ist aber auch nicht gut geschossen, muss man ganz ehrlich sagen. Halbe Höhe, nicht besonders schnell, nicht besonders viel Wucht hinterm Ball. Und das ist natürlich gefundenes Fressen für Ivan Arboleda. König mit dem Freistoß, der kommt gut. Und ich sag mal so, wenn wir mit König und Berisha auf diese Innenverteidigung zu rennen, guckt euch die Werte an, wie die ausdauertechnisch gerade dastehen. Dann sehe ich bei uns eine Menge Potenzial hier definitiv noch in Hälfte 2. Und wir gehen mit einem 0:0 in die Pause. Haben uns gut gehalten. Arboleda, wunderbare Parade gegen Silva. Und der gehaltene Elfmeter natürlich ebenfalls gegen Silva. Lorenzo Insigne, okay, kommt auch ganz und gut mal gerne in der Bundesliga zum Einsatz. Kommt drauf für He-Chang Wang. Und jetzt kann vielleicht mal Zitashvili sein Tempo ausspielen. Und der rennt hier einfach an Nicola Pepe vielleicht vorbei. Der hatte auf jeden Fall die Möglichkeit abzuschließen. Erste Chance, der Nachschuss, nein. Das war auf jeden Fall Busquets noch mit dem Nachschuss. Gute Parade auf jeden Fall auch von Silva. Und wieder ist ein Zitashvili komplett blank auf der rechten Seite. Und jetzt ist mal der Schuss da. Das ist Berisha gegen Rugani. Berisha ist schneller als Rugani. Jetzt können wir mal abschließen. Nein, Berisha scheitert wieder am Keeper Silva. Das ist gut, wieder von Blanco. Der ist schneller am Ball als Verratti. Ball Richtung Mitte, das Berisha an den Außenposten. Nein, aber es war auch abseits. Dani Olmo kommt ebenfalls auch rauf auf Leipziger Seite. Die jetzt mal mit der Chance nochmal Lorenzo Insigne. Das ist der Schuss und Arboleda hält ihn stark. Gegen Moussa Dembélé. Konterchance. Çalhanoğlu.
spannendes Spielfinale auf jeden Fall. Das ist Engel. Nee, es ist Zitashvili. Sorry, aber Zitashvili hat jetzt in der Nachspielzeit noch die Chance zu treffen. Zitashvili, nein. Macht ihn leider nicht rein und damit endet das Spiel mit 0:0 in Leipzig. Schade. Der hätte ihn jetzt noch reingemacht. Starkes Spiel. Hat leider nicht funktioniert vorne. Aber was Aboleda da gemacht hat heute. RB Leipzig defensiv stark gegen Aboleda. Da haben wir es wieder. Es war ein frustrierender Tag für den ersten FC Magdeburg. Die tolle Leistung von RB Leipzigs Keeper Aboleda sicherte am Ende das hart erkämpfte Remis. Ich werde nicht sagen, aber Aboleda ist unser Keeper und nicht der von Leipzig. Also einer wie Mavropanos wäre ja auch nicht schlecht, wenn ich so recht überlege. Ich meine, hier sind noch ein paar Leute. Badiashile unter anderem, Mavropanos, Luis Binks, Cesar Montes. Ah, der hat eine zu hohe Freigabesumme. Wir versuchen es auf jeden Fall bei David Zimmer. Und die wollen den nicht verkaufen, weil er zu wichtig ist. Wollt ihr mich verarschen? Pieper können wir uns auch nicht holen, ist auch erst kürzlich untergekommen. Das heißt, Maresic, Pieper und Zimmer fallen runter. Müssen wir es halt bei Rick van Drongelen probieren und den werden wir dann wahrscheinlich auch jetzt holen. So, da stand was von 18 Millionen und die werde ich auch einfach mal zahlen. Wir haben ja jetzt auch das Geld von Bella Kotschap endlich da. Und 18 Millionen sind einfach mal direkt das optimale Angebot für Angers. Und damit haben wir unseren neuen Innenverteidiger. 30.000 Euro pro Woche reichen ihm auf jeden Fall. Rick van Drongelen wechselt zu Magdeburg. Neuer hat jetzt noch eine 84. Hat er nicht eine 87 gehabt? So, wir haben auf jeden Fall ein paar Abschlussberichte drin, ne? Stojanovic und Müller sind auf jeden Fall dabei. Da habe ich auf jeden Fall jetzt mal Bock drauf, die zu sehen, wie die aussehen bisher. Stojanovic ist der Handanovic Region. Hat schon eine 81. Na wohl, wir haben das Geld. Aber er wird nicht erneut wechseln. Scheiße. Ganz ehrlich, Florian Müller klingt dort eigentlich recht plausibel. So, fangen wir erstmal ganz entspannt bei 15 Millionen an. Ey, was soll das denn, Mann? Ja, ihr könnt doch einen Gegner... Ach, Mann. Die wollen 30 haben. Hallo, der Vertrag läuft doch aus. What? Wie stur kann ein Verhandlungspartner nur sein? Ja, bei 28 Millionen ist er dann einverstanden, der Andrea Pirlo. Vielen Dank. Damit haben wir einen neuen Torhüter. Er heißt Florian Müller. Und hier haben wir schon ein Transferangebot für Ivan Aboleda über 18 Millionen. Das ist knapp über Marktwert und ganz ehrlich, das nehme ich an. 18 Millionen für Aboleda ist eigentlich stabil in Ordnung. Wir machen einen Plus von 8 Millionen. Wir haben die damals für 10 gekauft. In die Schnellsimulation, auswärts gegen die Fortuna aus Düsseldorf und holen einen 3:1 Erfolg. Torschützen heißen zweimal Zitashvili und einmal Blanco. König hatte am Ende der 87. noch die dicke Möglichkeit, wahrscheinlich per Elfmeter. So Leute, bevor die Folge endet, auf jeden Fall gucken wir noch auf die Gegner für die nächste Folge. Da werde ich auf jeden Fall diesen kompletten Monat mit reinnehmen. Das Spiel ist ganz schön unübersichtlich hier. Auf jeden Fall sind es 5 Spiele, 2 selbstgezockte, eine normale Simulation und 2 Schnellsimulationen definitiv. Stehen also folgendes zur Auswahl. Auswärts bei der Borussia in der Liga. Dann zu Hause im DFB-Pokal Viertelfinale gegen die Borussia ebenfalls. Dann direkt später nochmal das Heimspiel gegen Leverkusen. Dann auswärts bei Köln und zu Hause gegen die Hertha. Wie gesagt, gerne 2 Favoriten reinschreiben. Zudem ist noch Transferphase. Noch stabile 4 Tage, wenn mich nicht alles täuscht, genau. Ich sehe jetzt aber für unsere Mannschaft nicht unbedingt irgendwo ein Upgrade, was für die Startformation angeht. Also eigentlich ist Bülter unser Backup-Stürmer, aber Sokolov ist halt so der Engelersatz, der so ein bisschen auch Spielzeit bekommen hat. Falls ihr aber trotzdem Transfervorschläge habt, dann schreibt sie auf jeden Fall gerne rein. So, also die Gegner für die nächste Folge stehen fest, beziehungsweise die Auswahl der Gegner. Denn das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Falls ja, dann lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like auf dieser Folge da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert natürlich auch die Glocke, damit ihr die Benachrichtigung bekommt, dass eine neue Folge der Magdeburg-Karriere unter anderem online ist. Schreibt gerne Kommentare, Transfervorschläge, weitere Anmerkungen, alles rein damit. Ich danke nochmal für den Support auf die letzten Folgen. Generell vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall dort am Start seid. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Ciao.